Hallo Leute, hier ist wieder euer Marc. Heute reden wir über das neue weiße Aqua Control Plus Flymaus Pad. Los geht's! Also, Aqua Control Plus, vielen, die hier auf diesem Channel sich rumtreiben, schon ein Begriff. Viele von euch, die mich öfter mal auf Twitch beobachten, wissen, dass ich zurzeit dieses Black Galaxy Aqua Control Plus maine. Einige von euch wissen, wir haben schon mal ein weißes gereviewt und irgendwann kam das hier raus. Das sieht so aus. Hab hier mal ein Maß genommen, was ich noch nicht genommen habe, Leute. Sonst nehme ich immer 1,20 x 55 und ich habe mal 1 m x 50 genommen, um zu gucken, ob das auch ein cooles Maß ist. Weil 50 x 50 finde ich schon gut. Aber manchmal hatte ich so das Gefühl, wäre halt noch cool, also wenn die Tastaturen ein bisschen größer sind, ist bei 50 x 50 das Problem, dass ihr die Tastatur oft auf der Kante liegen habt. Ich zeige euch das mal kurz. Wir packen hier mal schwarze Pad rüber. Genau auf die Kante. Hopp. Und wenn ihr jetzt was Größeres habt, wenn ihr zum Beispiel nur ein TKL habt und so profimäßig sitzt mit leicht angeschrägter Tastatur, ist es oft so, dass ihr dann, dass die Tastatur wackelt, weil irgendwie ein Teil der Tastatur auf dem Pad ist und das andere nicht. Und deswegen finde ich manchmal so Sizes, die so für manche reichen 90 x 40, ist auch manchmal gut. Hatten wir jetzt so dieses Trigun-Pad, war okay. Für mich persönlich kann es ruhig immer 50 hoch sein, weil wie ich immer sage, es gibt halt auch Leute, die spielen wirklich den ganzen Unterarm auf dem Pad. Das heißt, die haben den Unterarm auf dem Pad und wenn ihr jetzt halt so guckt, ich nehme jetzt hier mal die G-Pro Superlight, die viele von euch kennen oder eine andere G-Pro haben oder eine ähnliche Logik. Wenn der Arm jetzt auflegen würde, bis kurz vor den Ellbogen, hätten wir jetzt nach oben noch eine Handbreit Platz. Und wenn wir, sage ich mal, irgendwie im Gefecht sind und gerade bei Wireless-Mäusen passiert es eher, dass ihr euch mit der Maus woanders hin bewegt als mit einer Wired-Maus, weil euch das Kabel begrenzt oder weil ihr merkt am Kabel und dem Widerstand, der auf der Maus ausgewirkt wird, dass ihr irgendwo seid, wo ihr nicht hingehört. Aber gerade bei einer Wireless vergesst ihr einfach die Position auf dem Pad, was auch sehr gut ist. Finde ich mega. Und dann kann es auch mal sein, dass ihr irgendwie kurz mal irgendwie oben oder seitlich oder so an die Kante kommt. Kann passieren, muss nicht, kann passieren. Je nachdem, wie wild euer Gameplay ist. Ne? Und da können halt solche Deskmats so 90 x 40, 1 m x 50 oder 1,20 x 55 wirklich vorbeugen. Außerdem ist es für viele schön, so eine Art Arbeitsunterlage zu haben, weil der Tisch vielleicht nicht so schön ist oder aus dem Holz ist, der vielleicht ein bisschen auf der Haut nervt. Und diese Softness oder der, sag ich mal, der ergonomische Vorteil, wenn man den Arm auf einen weich oder was einen mittelweichen Pad ablegt, ist auch bei langer Liegeweise, wenn ihr 8 Stunden den Arm hier liegen habt, euren Unterarm irgendwie auf der Kante oder ähnlich an der Kante, ist durch die Weichheit ist es ein bisschen angenehmer, ganz einfache Nummer. So, haben wir jetzt schon mal zu der Größe geredet, welche Größe ich hier gewählt habe. Könnt auch mal kurz hier gucken, bei X-Ray Pad wie immer haben wir hier den Online-Shop offen. Größen sind verfügbar von 360 x 30, also 36 x 30, was ziemlich klein ist. Dann diese klassische Padgröße, die ihr alle kennt, 45 x 40. Das ist, glaube ich, keine Ahnung, da spielen so viele Leute. Das kostet auch hier nur 17 US-Dollar 80, das sind irgendwie 15 x 14 Euro. Mit Versand für 11 Euro seid ihr halt irgendwo, ja, immer noch bei unter 30 Euro für ein Pad, was ihr sonst nicht kaufen könnt. Ich weiß nicht, die haben einen EU-Reseller, ob der das Pad hat, das habe ich nicht geguckt, das vergesse ich jedes Mal zu gucken. Ich orientiere mich auch immer an dieser Hauptseite, weil für mich wichtig ist, wie die wirklichen Preise sind. Mittlerweile haben die auch eingeführt, übrigens gab es früher nicht, wie viele von diesen Pads in Stock sind, sehe ich gerade. Das war vor ein paar Tagen noch nicht da. Wir haben vor ein paar Tagen ein Video gedreht, da war es nicht zu sehen. Ich mache mal ein großes. Krass. Nicht schlecht. 50 x 50 sind nur noch 23 in Stock. Und 50 x 50 kostet halt wieder 25 US-Dollar 80, das sind irgendwie 21, 22 Euro. Plus halt die 11, 12 Euro Versand. Als nix, Leute. Für gefühlt 35 Euro oder 40 Euro ein riesengroßes 50 x 50 Pad in einer krassen Qualität, die ich euch gleich auch demonstrieren werde, zu bekommen, ist auf jeden Fall mega nice. Kurz noch was zu X-Ray Pad. Ich habe viele Reviews von denen. Das hat einen Grund, oder ich mache viele Reviews von denen. Also erstmal, ich kriege keine Pads von denen geschickt. Ich habe die auch früher nicht so auf dem Schirm gehabt, muss ich ehrlich sagen. Habe mich eher so auf den wirklich europäischen Markt konzentriert. Habe gesehen, was machen die großen Reseller. Und dann habe ich so angefangen, so zu sehen, dass es halt auch so, als es so mit E-Sport Tiger losging und so andere Pad-Hersteller, dass die auch gute Pads spielen. Ich habe früher immer so Mainstream-Pads gespielt, QCK Plus oder Xtrafy GP4 oder GP2. Halt so wirklich so, das, die Butter- und Brot-Dinger. Ne? Und als es dann, der Artisanenhype, der war schon früher da, der war schon
Den habe ich schon mitgekriegt, bevor ich angefangen habe, Valorant zu spielen, weil Yuki, der bei, weiß gar nicht, bei Cooler jetzt spielt, professioneller Apex-Spieler, mit dem ich auch ab und zu mal gespielt habe, aus England, der hat sich damals einen Hyen geholt mit seiner Viper Mini zusammen und hat das gespielt. Und da hatte ich dann so das erste Mal so mich auch darüber so erkundigt und fand einfach damals diesen Preis für Artisanen und wie die verfügbar waren und so, fand ich einfach absolut ausverschämt. Hab dann aber trotzdem angefangen, mehr über den Tellerrand der EU hier hinaus zu sehen, um einfach zu gucken, was gibt's für Pad. Und irgendwann bin ich immer wieder auf die XP-Pad-Seite gekommen. Weil es Reviews gab im Internet irgendwie von größeren englischsprachigen Reviewern mit irgendwie coolen X-Ray-Pads. Wenn man nach Speed-Pads oder so, gab es mal eine Tor-Review oder irgendwas, gab immer eine Review. Und dann hat der Krunkerlord hat angefangen auch irgendwie zu behaupten, dass ein Galaxy Plus, ein Aqua Control Plus, ein schwarzes, ein Hyen-Klon ist. Was es nicht ist, Leute. Keins von den Pads ist irgendein Klon von irgendeinem Artisan-Maus-Pad, okay? Ihr werdet ihr hier nicht finden. Bei X-Ray Pads, sowas gibt es auch nicht. Artisan ist absolut special, komplettes Alleinstellungsmerkmal bei jedem Pad. Weiter hier. Dann bin ich auf X-Ray Pad gestoßen. Eine Besonderheit hier ist, die sind Hersteller von Mauspads, Entwickler von Mauspads und Verkäufer von Mauspads in einem. Deswegen sind die Mauspads hier so billig. Also sie sind wirklich billig. Das ist so günstig, kriegt ihr nur so ein Mauspad. Warum? Weil dieser es fehlt ein Zwischenstück. Wenn, sagen wir mal, Rocket kauft ein Mauspad ein bei einem OEM-Hersteller oder kauft es zum Beispiel bei Asus OEM ein oder irgendwo irgendein großer OEM-Hersteller in Taiwan oder China oder in Pakistan oder in Indien, lässt das produzieren, bezahlt da das Produkt, die müssen schon mal ein bisschen Gewinn machen. Ja, die machen nicht 10 Euro pro Pad, aber die machen irgendwie 1-2 Euro für die Produktion pro Pad Gewinn. Haben da 10.000 Pads gekauft, da muss das Pad vermarktet werden. Ja? Dann muss das Pad in die anderen Länder geliefert werden und dann muss das Pad quasi auch noch Gewinn abbringen. Und dann hat man eine riesen Company wie Rocket, also Speedlink oder Steel oder sonst wen dahinter. Ist hier alles nicht so. Die suchen sich 1-2 Leute, die so Distribution machen in anderen Ländern. Ansonsten wird ja alles aus China oder aus Hongkong, glaube ich, direkt geschickt. Alles möglich mit Express oder normalen Versand. Wir haben jetzt noch kein neues Pad nach dieser Zolländerung bestellt, glaube ich, oder keins bekommen nach Zolländerung. Also wüssten wir nicht und wir haben auch nach dieser neuen Zollabrechnung auch noch keine Rechnung gekriegt. In der Regel, wenn ihr ein Pad hier bestellt, machen die das so, dass die Auslage so gering ist, dass sie unter das Zollgesetz fällt. Das Zollgesetz wurde jetzt geändert, also die wurde gesenkt. Ich weiß nicht, wie sie es in Zukunft machen werden. Bei der nächsten Bestellung und der nächsten Review nach Änderung des Gesetzes und ich sehe was mit Zoll, werde ich euch darüber informieren. Bei Express, ja, Express ist teurer. Spart euch 2 Wochen Versand, kommt mit FedEx direkt an eure Tür, immer vor 12 Uhr. Und im Gegensatz zu DHL ist bei DHL so, dass kriegt ihr das Ding mit DHL, kommt es ganz normal. Dann ist DHL aber so, dass die direkt den Zoll für euch anmelden. Dann kommt es so, dass ihr 5,50 Euro Zoll bezahlt und irgendwie 6,80 Euro nochmal DHL-Handlinggebühr, seid ihr quasi nochmal 12 Euro auf den normalen Versand drauf. Da werdet ihr mit einem Standardversand teurer, als wenn ihr den Express-FedEx-Versand nimmt, wo ihr keinen Zoll zahlt. Also könnt ihr euch überlegen. Also ich persönlich hier FedEx Express benutzen. So, haben wir abgeklärt. Das Pad, die Größe, Verfügbarkeiten, der gute Preis, warum die Preise so sind und wir haben den Versand geklärt, Leute. Dann kommen wir kurz noch zu einer Sache, um euch zu erklären, Pads sind unterschiedlich weich und ich erkläre euch kurz, was Vorteil zwischen mittel-, hart- und weichen Pads ist. Also, weiche Pads haben einen schlechteren Glide, einen besseren Stopppunkt. Mittlere Pads haben einen angenehmen Start- und Stopppunkt und einen normalen Glide. Harte Pads, auch harte Stoffpads, haben schlechten Start und Stopp, aber einen sehr schnellen oder sehr guten Glide. Das ist so der Unterschied. Diese drei Sachen unterscheidet man so. Umso härter das Pad, umso schneller quasi der Glide, das Tracking, umso linearer, aber umso schwerer wird es für euch sein, einen guten Flick oder ein gutes Tracking hinzukriegen, zu stoppen. Je nachdem, aus welchem Stoff oder generell Material, Oberfläche, also Fabric, das Pad ist. Bei X-Ray hat man immer, einen mittelsoften Stoff, also vergleichbar mit Artisan Soft,
ein ganz klein bisschen härter als Artisan Soft. Aber durch die Strukturen, die es hier gibt, bei X-Ray Pad werden oft sogenannte Amundsen-Strukturen gewählt. Gerade bei den Aqua Control und Equate Produkten ist es immer Amundsen. Und Amundsen haben die hier ein sehr, sehr schönes Bild reingefügt für uns. Müsst ihr euch quasi vorstellen, das ist immer so, sieht aus wie zufällig über Kreuz gewebt immer. Sieht aus wie kleine Rauten, wo es irgendwie aussieht, als wenn jede Raute jede über fest. So müsst ihr es vorstellen. Und das sieht dann auch noch sehr zufällig verteilt aus auf dem Pad. Und das ist so klein, dass ihr das gar nicht richtig erkennen könnt. Also wenn ihr mit bloßem Auge quasi hier rauf guckt, könntet ihr das nicht erkennen. Ich halte euch das jetzt mal in die Kamera und sage euch, dass auch auf den Grafiken es nicht erkennbar ist. Also es ist quasi ein sehr, 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 sehr kleines Gewebe, was Rauten- oder Karo-mäßig angeordnet ist. Und das hat einen großen Vorteil, warum diese Pads auch so beliebt sind. Bei der Härte, die die haben, also bei der, sag ich mal, etwas härter als Soft Grade sozusagen, also bei etwas höher als mittlere Härte, haben die ein super Gefühl für Mikrokontroll, also für die Eigenschaft, wenn ihr quasi kleine Pixelbewegungen machen wollt. Kleine Pixelbewegungen sind übrigens bei einer hohen DPI-Zahl besser zu vollführen als bei einer geringen DPI-Zahl. Warum? Das Pixelabfahren in Spielen mit 400 dpi ist schwerer als mit 1600 oder 2000 dpi. Dazu könnt ihr euch über YouTube gerne informieren und selber Videos angucken. Es ist einfach so, es ist technisch so. Wenn ihr 1600 dpi spielt zum Beispiel oder 800 dpi mit einem solchen Pad, nicht unbedingt ein Palm Grip Spieler seid, sondern ein Claw- oder Fingertip Spieler oder generell auch als Palm Grip Spieler in der Lage seid, so Micro-Controls oder Mikrobewegungen selber zu vollführen, also diese Kleinstbewegungen. Ich rede davon zum Beispiel, ich mache Recoil-Control bei Apex, nicht, dass ich das Pattern auswendig gelernt habe, sondern ich beobachte den Schuss auf dem Monitor und steuere dann einfach, also mache diese Micro-Controls auf diesem Pad, mache ich dann dagegen, so dass sich der Recoil ein bisschen ausgleicht. Es ist nie perfekt, aber ich mache es jedes Mal, auch unbewusst, weil sich das irgendwann so eingestellt hat. Das ist mit diesem Pad sehr gut möglich. Das ist generell mit allen Aqua-Control-Pads möglich. Mit einigen ist es leichter, also geht es schneller von der Hand. Mit anderen ist es smoother. Das bedeutet, dass ihr ein höheres Control-Feeling habt. Deswegen habe ich damals zum Beispiel, als wir Equate in Weiß und Aqua-Control Plus in Weiß das alte verglichen haben, habe ich das Equate vorgezogen. Das hatte damals einen Grund. Und zwar kam es mir einfach hier vor, dass bei dem Equate, so wie das Amundsen gemacht war, einfach dieses Fluffiness, dieses Softness, ein höheres Control-Feeling gab. Da war halt meine Meinung, oder da ist immer noch meine Meinung, wenn ich diese beiden Pads vergleiche, wozu es auch ein Video gibt, dass das Equate, das Aqua Control Plus, das alte Weiße einfach aussticht, weil das Equate auch soft ist, ähnlich soft wie das Aqua Control, aber sich im Generellen mehr kontrollierbar anfühlt. Also für Taktik-Shooter, wo die Leute auf Micro-Control setzen, weil sie hohe DPI spielen, immer noch eine gute Wahl, aber halt natürlich auch das Equate ein bisschen langsamer. So, da hat man bei X-Ray Pad auch aufgepasst, hat man sich anscheinend auch alles angehört, was die Leute so gesagt haben und hatte dann irgendwann mal so zwischendrin dieses sehr beliebte Rob-Strada-Muster hier rausgebracht, dieses so ein Zufallsmuster. Und hat die Surface dann Control Plus genannt. Das hat man noch ein bisschen weiterentwickelt, weil das ging ganz gut, auch gerade im englischsprachigen Raum in den Staaten wurde es gut abverkauft. Das war halt, man muss sich vorstellen, im Gegensatz zu diesem weißen Aqua Control, zu dem alten, war das einfach ein bisschen härter. Und ich hatte damals bemängelt, dass bei diesem alten weißen Aqua Control Plus diese Weichheit, so wie so ein Seifengefühl beim Aim ergibt. Dadurch, dass es Amundsen anders verarbeitet war beim Equate, quasi weniger Gewebe gefühlt auf der gleichen Fläche, hat man das Gefühl, man hatte immer so einen Overshoot beim Stoppen. Und das haben die hier geändert damals, hatten dann gesagt, okay, wir probieren es nochmal. Wir machen hier auch wieder einen Non-Coated Amundsen Fabric, Micro-Control Version,
machen die nur ein ganz kleines bisschen steifer sozusagen. Also nicht unbedingt rauer, sondern einfach nur, ihr müsst euch vorstellen, als wenn es halt nicht ganz so weich, nicht so fluffig ist. Ging ganz gut, hat man aber jetzt halt nochmal weiterentwickelt und hat dann gesagt, pass auf, wir machen nochmal ein weißes. Wir haben uns dieses Rob Strada angeguckt, das ging ganz gut. Wir können es aber nochmal weiterentwickeln und auch nochmal mit einem anderen Druckverfahren entwickeln. Dann hat man das jetzt rausgebracht vor ein paar Wochen, hat dann gesagt, das ist jetzt Smooth Microcontrol. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das auch gespielt. Wenn wir das alte Weiße und das neue Weiße vergleichen, auch wenn wir rübergehen, merken wir, es fühlt sich nicht ganz so rau an. Das ist, wie ich das beim Black Galaxy Aqua Control schon erklärt hatte. Dieses Black Galaxy Aqua Control, auch zum alten Schwarzen, fühlen sich beide, auch das neue Weiße, so an, als wenn dieses Amundsen ein bisschen flacher ist, nicht ganz so tief. Einfach als wenn es einfach besser gemacht ist, als wenn es mehr eben, mehr flacher, nicht ganz so viel Tiefe hat. Und dadurch ist so diese Fluffiness, diese Unsicherheit, wenn ihr einen Flick macht, geht dadurch weg. Lässt sich super spielen, habe ich auch gemacht. Lässt sich auf jeden Fall auch die Flicks und so besser machen. Man hat mehr Kontrolle als zum Beispiel mit dem Schwarzen. Wenn wir jetzt vergleichen, das schwarze Aqua Control Plus, das Galaxy, das Black Galaxy, was auch sehr neu ist, mit diesem Weißen, müssen wir uns vorstellen, das hier ist quasi die härteste, also nee, falsch, ist nicht die härteste, das ganz schwarze ist das härteste, das ist quasi die harte, die raue Mikrocontrol-Version. Die gibt euch, wenn ihr trackt, die Möglichkeit, das Tracking bei einer höheren Geschwindigkeit trotzdem zielsicher zu machen. So, habt ihr aber Probleme, also stabil zu tracken, also seid ihr nicht in der Lage, euer Tracking auf einer Linie stabil durchzuziehen, weil euch eure Mausform oder Griff oder so ein bisschen daran hindert, gibt euch das Weiße mit diesem Smooth Microcontrol ein besseres Gefühl, also mehr Sicherheit, weil dieser Reibungswiderstand, der ist ein bisschen höher. Die Mikrokontrolle ist aber sehr, sehr, sehr ähnlich. Und durch diesen bisschen höheren Widerstand hat man, also ja, man ist ein kleines bisschen langsamer. Also ich habe es auch gefühlt, nach 4 Stunden habe ich dann genau gewusst, alles klar, den kriegst du jetzt nicht mehr mit dem schwarzen Netz, den wegzutracken, wenn der schnell vorbeisprungt, aber den weißen schaffst du es nicht, weil es zu langsam. Ja? Und mein Muscle Memory hat es einfach nicht gemacht. War einfach so. Aber ich wusste halt warum. Es war nicht, weil ich scheiße war oder weil ich scheiße gamed habe, sondern einfach, weil dieses Pad dann eher dafür da ist, wenn man wahrscheinlich noch viel, viel mehr DPI spielt oder 2600 DPI mit einer höheren Ingame-Sense besser ist, weil es mehr Sicherheit gibt. Aber generell ist das von den beiden Aqua Control Pads, ist das Black Galaxy in meinen Augen für Leute mit einem sicheren Aim, die wirklich ein gesetteltes Aim haben, also ein stabiles, zuverlässiges Aim, die 6, 7, 8 Stunden auf einem sehr guten Level spielen. Und Leute, wo das Aim ein bisschen instabiler ist, aber die trotzdem quasi in diesen Mikrokontrollmarkt einsteigen wollen, anfangen wollen, sich zu verbessern, gerade in Spielen wie Call of Duty, vielleicht das neue Battlefield oder Apex, für die ist das Weiße ein entspannter Einstieg, weil es gibt noch, also es hat mehr Kontrolle als dieses Black Galaxy und es gibt eine schönere Rückmeldung im Spiel. Also dieses Smooth Microcontrol, so wie es hier steht, wunderbar. Ist für mich wenn ihr Aqua Control einsteigen wollt und nicht gleich komplett eskalieren wollt und es sehr schnell haben wollt, ist das der Einstieg in diesen Amundsen Fabric X-Ray Pad Aqua Control Plus Markt. Das ist für mich so das Einsteigerpad mit mehr Sicherheit. Das ist eine gute Sache auf jeden Fall. Hier steht dann auch noch Suitable for Sweaty Hands. Ja, liegt halt an der Amundsen Fabric, ne? Die Grafik ist heat-transferred, jetzt gibt es gerade einen kleinen Streit auf Twitter, ob heat-transferred auch coated ist oder nicht. In meinen Augen ist heat-transferred nicht coated, weil es ist quasi so eine Hitzewalzung, hatte ich schon mal erklärt, die durchs Gewebe, also durch die Faser durchgeht, ist so wie Tätowieren, so fast wie, ihr müsst vorstellen, wie unter die Haut gemacht und nicht oben raufgelegt. Also es ist so, das geht so in die Faser rein und wird nicht einfach raufgepappt. Ein Coating wird einfach draufgepappt, deswegen steht hier auch Non-Coated. Wäre es Coated, würden die das ja auch schreiben. Coating wäre wieder diese Nano-Versiegelung. Ich könnte jetzt so wie das Wasserglas holen, Leute, aber hier geht das Wasser rein. Nicht sofort, aber es geht rein.
durch diese Armbundsenbewegung geht es halt nicht sofort rein. Man kann es ein bisschen runterwischen, aber generell geht es rein. Aber dadurch, dass es eine synthetische Faser ist, Leute, habt ihr keine Probleme, wenn ihr stark schwitzt, wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum ansteigt oder die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit und Temperatur ansteigen, performt dieses Pad immer gleich. Ich habe das auch Apex durchgezockt einen Abend richtig hart, habe auch gut gedrückt, krasse Sachen gemacht. Kein Problem, super Pad, war die ganze Zeit gleich. Einigen Leuten, also mein Kameramann gefällt das Design zum Beispiel nicht. Ich finde das Design ganz nice, mal was anderes. Einzige, was mich stört, was ich aber glaube, was vielleicht durch diesen neuen Herstellungsprozess kommt, wenn man das jetzt nochmal mit dem alten Aqua Control, also ich mache nochmal das Equator nehmen, das ist halt so in meinen Augen ganz weiß, also es ist weißer als das. Und wir hatten ja damals schon gesagt, dass das Aqua Control ein bisschen dunkler war, das Weiße. Aber ich habe das Gefühl, dass, obwohl die nehmen sich nicht viel, das ist für mich nicht wirklich weiß, muss ich ganz ehrlich sagen. Viele von euch feiern sowieso keine weißen Pads, ich feiere die übelst. Hatte damals auch, habe mein altes Foto gefunden, habe ich auf meinen YouTube angeteilt, mein erstes weißes SteelSeries Pad 2013 gehabt. Lustige Nummer als Arbeitspad, SteelSeries in weiß. Stoff. Finde die Grafik ganz nett, die stört mich. Und auch wenn ein Sensor rüberkommt, gab es da keine Probleme hier unten. Aber man hat die, wenn man das halt so hinlegt, hat man eigentlich eine große weiße Fläche, die man bespielen kann, ne? Ohne Grafik komplett. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, die ihr jetzt vielleicht auch im Video seht, obwohl es ziemlich groß ist, ist jetzt nicht befeuchtet unten oder nicht sauber gemacht, nichts, einfach vom Boden hochgenommen und hier raufgepackt, hatte ich manchmal das Gefühl, hier drüben merkt man es, dass es dadurch, wie es gemacht ist, durch diese neue Rauheit, diese neue Steifheit, nicht ganz perfekt irgendwie auf den Tisch haftet, habe ich das Gefühl. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich damit echt zufrieden gewesen. Wie gesagt, sollte angeblich das gleiche Pad wie das AC Rob Strada sein. Ich hatte das Rob Strada nicht, muss ich ehrlich sagen. Hier passt alles. Gibt es in allen möglichen Größen. Gucken wir mal. Ah, eine Sache fällt mir gerade auf. Ich glaube, die können wir auch gar nicht auswählen. Gucken wir mal kurz. Ah, okay, das sieht nur so aus, das täuscht. Also hier ist auch das neue Randdesign. Ich zeige euch ein neues und ein altes Randdesign. Also die haben hier, obwohl die hier geschrieben haben, dass es Slim Stitched Edge ist. Das ist es nicht. Hier mal als Vergleich für euch. Das Schwarze ist das Neue, das sind die eng gewebten. Ich zeige es euch auch mal von hinten. Man sieht es auch von hinten ganz schön. Und die haben hier anscheinend noch nicht, also anders als beschrieben, haben die hier noch nicht die neuen Ecken. Aber die sind trotzdem verhältnismäßig flach. Krass. Obwohl das hier steht. Also dann ist diese Angabe, die wir auf der Webseite haben, ist auf jeden Fall falsch. Weil das sind nicht die neuen Ränder, die noch flacher sind und noch kleiner. Sondern es ist immer noch das alte Rand, der alte Rand, der ein bisschen gröber ist. Aber an sich sieht der Rand super aus. Der hat jetzt bei mir hier keine Macken. Das Pad stinkt nicht nach Gummi oder so. Es wird ja halt hier auch immer noch dieser Bido-Kautschuk verwendet. Und alles in allem, wie ich schon gesagt habe, Einstiegspad mit mehr Kontrolle im Aqua Control Plus Mikrokontrollmarkt. Mehr gibt es auch eigentlich gar nicht zu sagen zu dem Pad. Wie gesagt, stabiles Pad, Preis-Leistung wie immer top, bietet vielen Leuten viele Möglichkeiten. Für einige von euch, die, sagen wir mal, in diesen Hybrid- und Kontrollpad-Markt rein, Mikrokontrollpad-Markt rein wollen, könnte das ein guter Einstieg sein. Diese Katze, Alter. Könnte das ein guter Einstieg sein, weil es ist noch nicht zu schnell und gibt euch kein unkontrollierbares Gefühl. Also ihr habt hier, das ist quasi das, die Control Edition unter den AC Plus Pads. Wenn ihr noch Fragen habt, Leute, unten in die Kommentare, Anmerkungen, irgendwas, einfach rein, Jungs. Danke fürs Zuschauen bis hier und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.